Das ist atlantische Luft, die dieser Tage nach Deutschland strömt. Und das heißt für den heutigen Donnerstag viele Wolken, trübes Wetter, immer wieder mal leichter Regen und trotzdem verhältnismäßig hohe Temperaturen für diese Jahreszeit. Wir haben ein relativ großes, kräftiges Tief auf dem Ostatlantik und das steuert diese teilweise feuchten, aber verhältnismäßig milden Luftmassen nach Deutschland. Eingelagert ist zum einen hier ein Regengebiet, das ist eine Warmfront, und dahinter ein weiteres Regengebiet, die Kaltfront, die uns dann zum Freitag erreichen wird. Der Donnerstag ist in großen Teilen Norddeutschlands richtig trüb, Wolken verhangen. Das sind eben so die typischen Anzeichen einer Warmfront. Immer wieder fällt mal leichter Regen oder Nieselregen. Ausnahme die Gebiete nordöstlich der Elbe, Berlin-Brandenburg anfangs und dann vor allem auch noch Vorpommern. Da gibt es durchaus noch Chancen auf Sonnenschein, ehe es auch hier im Laufe des Tages allmählich zuzieht. Bis zum Abend bleibt es weitgehend trocken. In Süddeutschland ebenfalls viele dichte Wolken, kaum Chancen auf Sonne. Von Zeit zu Zeit ziehen dann von West nach Ost mal Regengebiete durch. Meist ist das allerdings auch nur leichter Regen oder eben so ein bisschen Sprühregen. Dazwischen gibt es trockene Phasen, längere trockene Phasen am Nachmittag im südlichen Baden-Württemberg. Hier vielleicht mal ein paar schüchterne Sonnenstrahlen gegen Spätnachmittagabend. Meist bleibt dieser Donnerstag allerdings fast sonnenlos, 0 bis 1 Stunde. Ausnahme der Nordosten, da kommen wir am Nachmittag dann oder bis zum Nachmittag auf 3 bis 4 Sonnenstunden. Und die Temperaturen sind trotz der dichten Wolken mit Werten bis zu 20 Grad für Ende September relativ hoch. Diese Warmfront wird in der Nacht auf den Freitag dann Deutschland nach Osten verlassen. Dann kommt die Kaltfront und diese Wolkenschleppe liegt dann am Freitag diagonal über Deutschland, etwa von Berlin-Brandenburg bis nach Baden-Württemberg. Da regnet es zeitweise. Im Südosten Deutschlands ist es davor noch längere Zeit trocken und mit 24 Grad noch mal spätsommerlich warm. Im Nordwesten gibt es einzelne Regenschauer, an der Nordseeküste auch Gewitter. Und gerade in Norddeutschland wird dann der Samstag ziemlich turbulent, wechselhaftes Aprilwetter und teilweise stürmische Böen. Im Süden ist das Ganze doch eine Spur ruhiger und entspannter.